Das Internet ist ein großartiges Werkzeug. Informationen sind jederzeit und überall verfügbar. Aber problematische Internetnutzung bis hin zu Internetsucht sind ein nicht zu unterschätzendes Thema. Heute habe ich mal etwas ganz Besonderes für euch. Dieses Video ist ein Gastbeitrag von einem wirklich grandiosen Videoproduzenten, und zwar von Jonathan vom Kanal Logical Lemon. Auf seinem Kanal geht es um spannende psychologische Tipps und Tricks für den Alltag. Ihr solltet da auf jeden Fall mal vorbeischauen, es lohnt sich. Und dort findet ihr übrigens auch ein Video, welches ich für seinen Kanal produziert habe. Am besten ist es, wenn ihr zuerst mein Video auf seinem Kanal anschaut und dann dieses. Jonathan wird nämlich in diesem Video auf spezielle Tipps eingehen, die mit unserem Kooperationsthema zusammenhängen. Aber du kannst natürlich auch dieses Video einfach so schauen. Also, viel Spaß mit dem Video. Das Internet ist genauso schädlich wie Kokain. Diese Aussage ist natürlich übertrieben. Aber trotzdem gibt es gewisse Parallelen zwischen Internet und Drogenkonsum, wie Green Rabbit im ersten Teil bereits erläutert hat. Eine starke Internetnutzung ändert unsere Gehirnstruktur. Probleme mit der Selbstkontrolle, eine verkürzte Aufmerksamkeitsspanne und eine geringere Motivation zum Verfolgen langfristiger Ziele sind die Konsequenz. Verbringen wir zu viel Zeit auf Social-Media-Plattformen wie Facebook oder Instagram, dann steigt in uns nachgewiesenermaßen ein verstärktes Gefühl von Einsamkeit und Isolation auf. Wir bekommen den Eindruck, irgendwie nicht gut genug zu sein. Übermäßiger Konsum von Pornos führt zu verringertem Selbstvertrauen und sozialen Angststörungen bis hin zu Depressionen. Durch Verlagerung der Gespräche in Messenger-Dienste gehen soziale Fähigkeiten verloren, da in WhatsApp Dinge wie Interpretation von Körpersprache und Stimmlage sowie Antworten in Echtzeit nicht benötigt werden. Kinder und Jugendliche sind hiervon besonders stark betroffen. Sollten wir also aufgrund all dieser Risiken am besten komplett auf die Nutzung von Internet und Smartphone verzichten? Nein, zum Glück muss das nicht sein. Immerhin würde auch niemand auf Essen verzichten, nur weil man von zu viel Zucker Diabetes bekommen kann. Aber genau wie beim Essen auch, ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dem Internet sehr wichtig für unsere Gesundheit. Deshalb stellt sich hier die Frage, wie viel ist zu viel? Wie viele Stunden pro Tag dürfen wir im Internet verbringen, bevor die negativen Veränderungen in unserem Gehirn auftreten? Aber leider ist das die falsche Frage. Diese Veränderungen finden nämlich auf einem kontinuierlichen Spektrum statt. Nutzen wir das Internet nur wenig, treten nur geringe Veränderungen auf. Nutzen wir es exzessiv, müssen wir mit dem vollen Umfang negativer Konsequenzen rechnen. Wie und wie stark sollten wir also unsere Zeit im Internet einschränken, um die negativen Effekte so gering wie möglich zu halten, während wir gleichzeitig die positiven Seiten des Internets voll ausschöpfen? Genau das klären wir in diesem Video. Aber bevor wir dazu kommen, gehen wir auf einige Anzeichen ein, an denen du erkennen kannst, ob dein persönlicher Internetkonsum bereits problematisch ist. Wenn du deine Freizeit zum Großteil vor Computer und Smartphone und nicht mit echten Menschen verbringst, wenn du, während du einen Film streamst, gleichzeitig ein Spiel auf deinem Smartphone startest, wenn du persönlich gesetzte Online-Zeiten nicht einhalten kannst oder andere Menschen bezüglich deines Internetkonsums belügst, dann sind das auf jeden Fall Anzeichen einer beginnenden oder sogar schon fortgeschrittenen Internetsucht. Falls du unabhängig davon unzufrieden bist mit deiner Willenskraft, Produktivität oder Konzentrationsfähigkeit, falls du dich in sozialen Situationen unwohl fühlst und Schwierigkeiten hast, dich live mit anderen Menschen zu unterhalten, dann solltest du eventuell ebenfalls deine Smartphone-Gewohnheiten überdenken. Diese Symptome können nämlich ebenfalls, wie zuvor bereits erwähnt, durch einen problematischen Internetkonsum hervorgerufen werden. Du kannst einen einfachen Selbsttest machen. Bleibe 2 volle Tage lang offline. Lege dein Smartphone zum Beispiel Freitagabend zur Seite und schaue erst Montag früh wieder drauf. Beobachte dich während dieser Zeit kritisch. Fühlst du dich irgendwie rastlos oder gereizt, wenn du aufkommende Gefühle von Langeweile und Einsamkeit nicht sofort durch Unterhaltung, sprich durch einen Griff zu deinem Smartphone lösen kannst? Dann sind das auf jeden Fall Anzeichen einer Sucht, die dir signalisieren, dass du deinen persönlichen Umgang mit Internet und Smartphone ändern solltest. Was genau du tun kannst, klären wir jetzt. Nach Dr. Kimberly Young, einer Pionierin auf dem Gebiet der Internetsucht, lässt sich die Internetnutzung sehr anschaulich in 2 Kategorien einteilen: Digital Diet und Digital Nutrition. Digital Diet bezieht sich auf die Einschränkung der Online-Stunden, analog zu einer Restriktion der Kalorien beim Essen. Mit Digital Nutrition wird die Auswahl der konsumierten Inhalte bezeichnet, also die Websites, die wir besuchen. Um die Online-Stunden zu beschränken, kann man einerseits den Zugang erschweren und andererseits konkrete Internetzeiten festlegen. Deaktiviere Push-Benachrichtigungen für Facebook, Twitter und Co. Es ist einfach nicht nötig, jedes Mal sofort informiert zu werden, wenn jemand einen Post liked. Bei einer stärkeren Sucht ist es sogar empfehlenswert, die entsprechenden Apps zu löschen. Durch den zusätzlichen Aufwand, sich über den Browser einzuloggen und die schlechtere Bedienbarkeit der Website, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass du allzu viel Zeit auf Social Media verbringst und durch den endlosen Facebook-Feed scrollst. Ähnliches gilt für Nachrichten und E-Mails. Du solltest sie ganz bewusst, am besten zu festen Zeiten, abrufen und nicht bei jedem Klingeln auf dein Handy schauen.
Das ist ein wichtiger Schritt für eine verbesserte Konzentrationsfähigkeit und mehr Produktivität, da du so deine Gedanken eher auf deine Arbeit und nicht auf unnötige Ablenkung fokussierst. Zusätzlich ist es empfehlenswert, das ziellose Surfen auf Seiten wie Facebook, Reddit, 9gag, Instagram und Co. auf bestimmte Tageszeiten einzuschränken. Falls dir der gute Vorsatz deutlich leichter als die Umsetzung fällt, kannst du auch ein Browser-Plugin wie LeechBlock installieren. Damit lässt sich der Zugang zu bestimmten Websites für eine von dir gewählte Tageszeit blockieren. Außerdem solltest du jeden Tag komplett technologiefreie Zeiten einplanen, also kein Fernsehen, Smartphone, Videospiele oder Internet. Am einfachsten ist es, diesen technologiefreien Zeitraum an eine bestimmte Tätigkeit, wie zum Beispiel das Abendessen, zu knüpfen. Unterhalte dich doch einfach mal mit deiner Familie oder konzentriere dich bewusst auf das Essen. Häufig wird sogar empfohlen, jede Woche einen kompletten Tag ohne jegliche Technik einzuplanen, vorzugsweise am Wochenende. Ich habe dazu etliche positive Erfahrungsberichte gelesen. Viele schreiben, dass sie sich danach besser konzentrieren können, über eine längere Aufmerksamkeitsspanne verfügen und sich einfach erholter und besser fühlen. Bei diesen Tipps ging es darum, die Online-Zeit einzuschränken. Gehen wir jetzt noch kurz auf eine Beschränkung der Inhalte ein. Hier ist vor allem etwas Selbstreflexion und Achtsamkeit gefragt. Wie setzt du deine Prioritäten in deinem Leben? Deine Zeit ist nämlich stark begrenzt. Wenn du 75 Jahre alt wirst, hast du etwa 3900 Wochen zum Leben. Das klingt zwar nach viel, aber mit 25 Jahren sind bereits 1300 dieser Wochen vorbei. Wie willst du also den Rest deines Lebens gestalten? Bringt es dich langfristig weiter, wenn du dich durch die Hochzeitsfotos von dem Großonkel deines Grundschulfreunds klickst? Oder tust du das eher, um dich kurzfristig besser zu fühlen und dich abzulenken? Wenn du also das nächste Mal ziellos durchs Internet und insbesondere durch Social Media wanderst, dann stell dir die Frage: Bringt mich das wirklich weiter? Macht mich das glücklich? Und wenn nicht, dann höre auf damit und tue etwas Sinnvolles, egal was. Deine Zeit wird annähernd immer besser investiert sein. Du könntest dir zum Beispiel beibringen, wie man Gitarre spielt und damit deine Freunde beeindrucken. Oder ein YouTube-Video erstellen, das dir möglicherweise über die nächsten Jahre regelmäßig ein passives Einkommen bringt. Und damit kommen wir auch zum letzten Tipp. Der einfachste Weg, eine schlechte Angewohnheit zu überwinden, ist, sie durch eine andere, bessere zu ersetzen. Wenn du deine Zeit im Internet einschränken willst, dann suche dir einfach eine angenehmere und sinnvollere Alternative. In einer Band spielen, Sport machen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgehen. Vorzugsweise sollte es natürlich eine Aktivität sein, bei der du echten Kontakt zu anderen Menschen hast und nicht vor einem Computer sitzt. Vielen Dank an dich, Jonathan, für das grandiose Video. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann schaut doch jetzt dringend mal auf seinem Kanal vorbei und lasst doch auch ein Abo und einen lieben Gruß von mir da. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.